So, so war, so ist gut, ne? Scheiße, wie siehst du denn aus? Was hast du denn? Corona oder was? Nee, Knoblauch. Nein, du, ich esse tatsächlich gerne Knoblauch. Ja, 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 essen schon, aber du willst es ja nicht, wenn einer. Nein, nee, riechen möchte man das nicht, ja. Ja, so, weißt du, was für ein Tag ist heute? Heute ist ja, Montag. Steht hinten auf meinem T-Shirt, bei dir auch, ne? Ja, ja, ja. Montag, ja, ja. Mhm. Wieder Montag. Ist schon fast geschafft, der Montag. Hallo Bockheide, hallo Welt. Wie immer am Montag sind wir wieder hier, der Matze und Lutze. Grüß euch. Was sollen wir auch sonst machen montags, ne? Das schönes Wetter draußen. Eh im Eimer. Sonne scheint. Anstrengendes Wochenende gehabt. War viel los wieder. Sport ohne Ende. Ja, ja. Überall. Nicht für uns, aber gut. Wir waren halt dabei. Genau, fangen wir mal gleich an. Und zwar SWP lässt nochmal erinnern und ruft am Donnerstag ab 15 Uhr. Am 10. Hier zu sehen. Save the date. Speicher dir das Datum. Genau. Und da treffen wir uns ab 15 Uhr bei. Für alle neugierigen Borgheiderinnen und Borgheider, die mal wissen möchten, was die da treiben und die vielleicht einen neuen Job suchen und der da ins Konzept passt, einfach mal hingehen, die freuen sich. Oder auch ein Büro mieten müssen. Manchmal passiert das ja, dass man ins Homeoffice gehen muss und dort sich ein Büro anbieten kann, einen Arbeitsplatz. Da gibt es auch eine eigene Webseite, aber das werdet ihr auch dort alles erfahren. Gut, so. Und ebenfalls am Donnerstag? Am Donnerstag wird vor uns gewarnt. Vor uns beiden. Ja, endlich werden wir mal wahrgenommen. Mhm. Und damit, wenn irgendwas schief geht, die Leute vor uns gewarnt werden können, gibt es, nein, das ist natürlich Quatsch. Nationaler Warntag? Ein nationaler Warntag. Unter warnung-der-bevölkerung.de und auch auf anderen verschiedenen Webseiten ist zu lesen, dass eine generale Warnübung durchgeführt wird. Um 11 Uhr geht's los. Genau. Also es ist erschreckend, wenn die Sirenen etwas anders klingen als beim normalen Feuerwehreinsatz. Das ist wirklich ein Test über alle Kanäle. Mhm. Also da gibt es auch diese Nina und diese ganzen die Dinger, die waren alle, die ganzen Warn-Apps werden angemacht. Fernseher, Radio, genau, etc. Also Sirenen, Heulbojen. Ja. Wir gucken mal. Also ebenfalls am Donnerstag, aber schon um 11 und danach um 15 Uhr alle hin zu SWP. Macht die Bude einfach mal voll. Die freuen sich. Jetzt bist du ja im Skript schon gesprungen, sehe ich. Ja, das habe ich, weil das passte so zusammen. Deswegen bin ich halt mal gesprungen und heute ist so ein Springtag. Im Waldbad würde man am Donnerstag die Sirene auch hören um 11. Ja, aber wir gehen jetzt einfach nochmal wieder zur Eröffnung. Nochmal ein paar Tage zurück und sprich eigentlich genau zu gestern. Das ging ja gestern, muss ja wieder früh aufstehen, damit ich um 10 Uhr im Waldbad war. Warum? Warum? Abschwimmen? Nee, weil noch nicht. Du schlecht schläfst oder so? Nein. Nein, weil da wieder was los war. Natürlich. Und zwar Beach Volleyball. Genau, das ist die zweite Veranstaltung erst in diesem Jahr, die wir machen konnten. Nach dem Eisbaden ist jetzt das Beachvolleyball-Turnier gelaufen. Und Neun Mannschaften. Am Anfang ging es ein bisschen zögerlich. Dann hatten wir erst 1-2 und haben überlegt, ob wir es überhaupt durchführen. Und plötzlich standen dann mit Tagesanmeldung die letzte Mannschaft, 9 Mannschaften auf dem Platz. Herzlichen Dank an den BSV 90, die Volleyballabteilung, für die Durchführung dieses Events bei uns. Habt ihr toll gemacht. Und natürlich danke an die Leute im Waldbad, die da fleißig dafür gearbeitet haben. Es gab ja auch Bockwurst und die haben ja organisatorische Sachen zu erledigen gehabt und. Also nicht nur die vom BSV 90, sondern auch vom Waldbad. Ja. Und was ich natürlich cool fand, war erstmal, es war halt mit neuen Leuten, mit neuen Mannschaften relativ voll. Es gab auch einen Unfall. Einer hat sich da wohl mit dem Knie verknackst gehabt. Ja, leider. Auch wie beim Fußball später. Also der Rettungswagen war am Sonntag zweimal in Borgheide. Leider. Wir wünschen gute Besserung von hier aus. Ja. Und ja, hier ganz kurz der Film von... Ja, danke Matze, dass du das noch zusammengeschnippelt hast. Hier ein paar Einblicke.
cool, ne? Boki, Entschuldigung, dass wir dich da so aufs Korn genommen haben. Oder ich bin schuld mit deinen... Mich? Versuchen nächstes Jahr, SBS halt zum ersten Mal dabei gewesen dieses Jahr. Und das, wir fanden das auch ganz toll. Einfach mal Mannschaftsstellen mitmachen. Habt ihr toll gemacht. Kommt nächstes Jahr wieder. Wird wieder lustig. Dann seid ihr besser drauf. Genau. So, dann geht's gleich weiter. Und zwar am Sonntag, den 13.09. ist im Fliegerheim wieder der berühmte Sunday Lunch. Diesmal mit A Cappella, eine Berliner A Cappella-Band, die im tiefblauen Meer nach lyrischen Versperlen taucht und sie in einem neuen musikalischen Gewand erstrahlen lässt. Stimmfisch A Cappella heißen die. Stimmfisch? War das nicht cool eben? Ja, ja. So richtig lyrisch, oder? Ja, ne? Hast du schön abgelesen. Nach lyrischen Versperlen ganz taucht toll und sie in einem musikalischen Gewand erstrahlen. Nee, das war der Hund. Hallo, ich spreche da... Ja, so. Und dann gibt es noch eine... Ins Fliegerheim. Und zwar geht das... man muss sich da mal anmelden, ne, wer da hin möchte zum Sunday Lunch. Ist schon besser so. Ja. Wegen den Plätzen. Tisch reservieren, genau, ganz wichtig. Mhm. Nicht, dass plötzlich alles voll ist. 11 Uhr geht das da mal los, ne, oder? Das letzte Mal war auch schön. Draußen, da unter den Bäumen, in der Sonne. Ich glaube, Sonntag ist jetzt drin. Und das war ja noch nicht alles, was hier noch im Bockheide los war, allerdings diesmal komplett untergegangen ist, und zwar wegen Corona. Und auch die Party nicht stattgefunden hat. Und da fehlt so jetzt wirklich so, eigentlich fehlt hier so Müssen ein bisschen. Müssen wir jetzt Happy Birthday singen? Ja. Happy Birthday to you. Feuerwehr. Feuerwehr. Prost. 90 Jahre Bockheider Feuerwehr dieses Jahr. Die Party wird aber nachgeholt im nächsten Jahr. Sollte eigentlich am Samstag stattfinden, ist dem Corona zum Opfer gefallen, wie so viele Dinge in diesem Jahr. Trotzdem herzlichen Glückwunsch an die Mädels und Jungs von der Feuerwehr und danke, dass ihr immer für uns da seid und aufpasst, dass unser Ort weiter Ort bleibt und nicht irgendwann Brandfläche ist. Und auch die kleineren Einsätze, die regelmäßig hier mit. Tragehilfe zum Beispiel, wenn Matze wieder nach Hause muss. Vom Waldbad. Das ist zum Glück noch nie so passiert. Hättest du immer gerne. Warte, würdest du mit der Kamera daneben stehen, wa? Ja. Mhm. Jo, dann geht's weiter. Ja, warum? Komm, wir fangen mal oben an. Ja, Waldbad. Ist die letzte Woche im Waldbad übrigens. Hast du komplett unterschlagen? Ja. Ja, am Sonntag, 18 Uhr, schließt sich das Tor zum letzten Mal für dieses Jahr. In der Badesaison ist dann Ruhe. Das passt ja zum Beachvolleyball noch, ne? Ja. Okay. Dann haben wir es geschafft. Kurze Saison? Noch nicht ganz. Wir haben es noch nicht geschafft. Oh. Ja, doch beim Waldbad geschafft. Ja. Aber da reden wir nochmal drüber, wenn dann der Abschluss da steht. Dann kann man Machen wir nächste Woche Montag. Gucken wir mal ein paar Zahlen oder so. Dann waren wir noch am Sonntag nicht nur beim Beachvolleyball. Wir waren ja wieder den ganzen Tag unterwegs, sondern da noch beim Fußball, und zwar gegen Belitz Wosedin 2, hat unsere Mannschaft bei uns auf heimischem Gelände versucht, den Sieg zu finden, was denen nicht wirklich gelungen ist. 0-3, also wir haben jedenfalls verloren. Oder 3-0? 3-0 verloren, leider, ja. Aber der Lutzer hat da extra richtig schön lange, diesmal, ich glaube, 6 Minuten hat er, müsst ihr jetzt durch. Ja, das ist das erste Interview. Wir haben ja das letzte Spiel, waren wir ja nicht da gewesen beim letzten, beim vorletzten. Das letzte war ja jetzt am Sonntag. 6 Minuten reden statt 2x3? Wir machen das wieder kürzer demnächst, aber. Guckt euch einfach mal an. Hier, bitte. Ich stand die ganze Zeit. Hör auf zu sabbeln, Alter, hör auf. Und er hört nicht. Grinst er mich noch an nebenbei. Ja? Ich erzähle so lange. Jetzt hört er nicht auf. Also hier ist der Film. Was denn hier? Ein Himmelfahrtskommando ist das hier. Hast du gehört, dass Matzi sagt, dass das jetzt läuft? Also. Das Tor ist gefallen. Ja, sind sogar mehr gefallen. 3, glaube ich sogar. Ja. Herzlich willkommen hier auf dem Sportplatz in Bockheide. Das zweite Saisonspiel in dieser Saison. Markus, wir hatten dich noch nicht befragt. Wir waren in Babelsberg nicht dabei. Wie siehst du die Saison 2020-21? Bisher ist Mist. Und wie sie insgesamt wird, dann wäre ich ein bisschen hellseher. Aber ich vermute einfach mal ganz stark, nach dem, was ich auch im Training gesehen habe und auch in den Testspielen, dass das eine sehr, sehr, sehr schwere Saison für uns wird, insbesondere. Und dass wir uns von Anfang an eigentlich darauf einstellen müssen. Und das hat ja auch das Ende der letzten Saison gezeigt, vor Corona, dass wir gegen einen Abstieg spielen, also um den Klassenerhalt spielen wollen. Ja, und das glaube ich, muss auch bei jedem erstmal noch in den Kopf rein, dass da noch eine andere Mentalität auf den Platz gehört, um erstmal so zum, das auf den Platz zu bringen, was wir halt bringen wollen. Grundsätzliche Tugenden laufen.
Kampfbereitschaft, Teamgeist, also auch für den anderen mitlaufen. Und dann kann man vielleicht irgendwann auch über Erfolge wieder sich anders definieren. Aber im Moment müssen wir ganz klar sagen, wir spielen, werden in der untersten Tabellenhälfte mitspielen und werden da halt was jetzt schon tun müssen, damit wir am Ende nicht mit ziemlich wenig dastehen. Ja gut, sind zwei Spiele gelaufen. Du sprichst schon vom Tabellenabstieg. Ich meine, du bist ja dann in der Position schon ziemlich hart, muss ich mal sagen. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß aber, dass wir in den letzten Spielen echt keinen Fuß auf den Boden gekriegt haben. Glaube ich. Wie siehst du es? Ja, genau. Und das ist das, wie gesagt, wir sehen es in den Testspielen, jetzt in den zwei Saisonspielen. Und wir sehen halt die eklatanten Fehler, die gemacht werden. Immer noch und immer wieder. Und wir sehen, haben auch so ein bisschen die Befürchtung, dass wir nicht genau erkennen können, woran es liegt sozusagen, weil es eher in den Köpfen steckt als in den Beinen oder so. Und das ist halt allgemein, deswegen rede ich jetzt schon davon, einfach schwer, so etwas zu verändern. So, auch als Trainer ist es dann schwer, sowas zu verändern, wenn es in den Köpfen steckt. Und deswegen sage ich es jetzt schon, lieber früh, das wird echt schwer. Und das muss halt jetzt auch relativ schnell passieren, dass es im Kopf dann irgendwie Klick macht. Ja, Markus, ich weiß, das ist total spitz. Sag mal, die Trainerfrage stellt man immer ganz schnell. Ganz schnell stellt man die Trainerfrage. Liegt es am Trainer? Wo ist eigentlich Chrissy abgeblieben, der Torwart vom letzten Mal? Mal überhaupt, sag mal, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ich sag's immer wieder und ich möchte euch auch nicht kritisieren, aber liegt's am Trainer? Ja, bestimmt auch immer, ne? Also letztendlich sind wir ja dafür zuständig als Trainerteam, halt auch ein Team zu formen und und letztendlich auch dafür zu sorgen, dass auf dem Platz als Team gespielt wird. Sicherlich sind unsere Mittel etwas begrenzter, als das vielleicht in anderen Ligen der Fall ist, wo dann auch schnell der Trainer rausgenommen wird. Und sicherlich ist auch nicht unser Auftrag mehr so stark wie, sag ich mal, bei vielleicht höherklassigen Mannschaften, dass wir hier noch erziehen können. Ja, so. Also das heißt, Einstellung muss hier natürlich in der Liga auch stärker von den Spielern mitgebracht werden. Ich bin nicht dazu da, Einstellung noch zu verändern. Ja, die muss einfach da sein. Und auch wenn ich das anspreche, dass ich sage, dass mir die Einstellung vielleicht von dem einen oder anderen nicht reicht in der Mannschaft, dann ist das meine Aufgabe, das anzusprechen und auch eventuell, wenn ich die Möglichkeit habe, Konsequenzen zu ziehen, was zum Beispiel Startaufstellung angeht oder so, das kann ich alles machen. Aber meine Aufgabe ist es nicht mehr, Einstellung zu verändern. Das muss von den Spielern selber kommen. So, also es sind ja keine Kinder. Und das ist vielleicht das, wo uns dann vielleicht noch ein bisschen mehr Grenzen gesetzt sind, weil wir natürlich auch irgendwo verstehen müssen, dass die Einstellung natürlich vielleicht nicht so ist, wie wir uns das wünschen. Wir haben alle auch noch drumherum was. Fußball ist nicht das Allerwichtigste für die. Wir haben alle Familie und dergleichen und dann gibt es halt viele Sachen, die uns da halt auch im Weg stehen und die wir auch nicht ganz verändern können. Aber wie gesagt, so eine Grundeinstellung fehlt ein bisschen und im Moment ist es eher eine Kopfsache, eher eine Nervosität. Dass man nicht ruhig genug am Ball ist, im Spiel selber zu wenig Mut hat, nach vorne aufzubauen. Das habe ich auch vor dem Spiel jetzt gesagt, nochmal ganz klar, dass das vielleicht auch Fehler vom Trainer ist, dass wir gesagt haben, immer wieder ruhig, lieber Ballbesitz zu spielen, hintenrum zu spielen, dann ein bisschen vergessen haben, dass wir auch nach vorne spielen wollen und das vielleicht nicht klar genug herausgestellt haben und die Spieler vielleicht dadurch auch ein bisschen die Angst davor bekommen haben, nach vorne zu spielen und lieber hintenrum sicher spielen wollen und dann kommen trotzdem die Fehler. Dann müssen wir gucken, ob wir gegensteuern können. Wenn die Trainerfrage vom Verein gestellt wird, dann wird es halt gestellt. Ich weiß nicht, ob das in der Liga so üblich ist, aber wenn sie gestellt wird, ich habe einen sehr guten Co-Trainer, der ja hier mit der Mannschaft aufgestiegen ist als Haupttrainer, also entsprechend können wir ja seine Tugenden dann wieder mit reinholen. Also mal Spaß beiseite, wir unterhalten uns sehr, sehr ernst und ich glaube, wir sind beide im Moment ein bisschen ratlos und wissen aber auch ein bisschen, woran es fußballerisch liegt und können das nur wieder immer im Training wieder ansprechen und trainieren, immer wieder trainieren. Ja gut, vielen Dank, lieber Markus. Ich weiß, das ist eine schwierige Frage und diese Kritik zu stellen ist natürlich ein bisschen weit hergeholt manchmal, zumal wir die Erfahrung gar nicht haben. Wir stellen uns dahin und Matze hat schon gerufen, hey Junge, hör auf zu labern, wir hören gleich auf. Und es geht tatsächlich darum, dass wir in den letzten Spielen nicht gewonnen haben und auch die Trainer manchmal nicht wissen, worum es geht. Wir kämpfen darum. Wir hatten heute ein tolles Publikum hier draußen gehabt. Die haben richtig mitgefiebert, haben es nicht wirklich verstanden, warum es nicht so lief, wie es sollte. 0-3 heute hätte nicht sein müssen, hätte aber auch letztes Mal nicht 5-3 sein müssen. Es wird Zeit, dass wir mal wieder einen Sieg einfahren. Und das soll es wieder für heute hier gewesen sein von Borgheide aus, von unserem Sportplatz hier aus dem Ludwig-Jahn-Stadion, sage ich immer gerne. Markus, ich wünsche euch trotzdem viel Glück für die Saison und wir hören uns wieder am nächsten Wochenende. Wo spielen wir und wann? Schladach, 15 Uhr am Sonntag.
Nächste Woche Sonntag. Nee, in Schlarlach. In Schlarlach ist gar nicht so weit weg, wer die Mannschaft unterstützen möchte. In Schlarlach, 15 Uhr. Vielen Dank. Tschüss. Tschüssi. Sag mal, Matze. Nein, es war kein Stimmverzerrer. Also ein Stimmverzerrer eingebaut oder was war das? Nein, du klingst wirklich so, am Sonntagnachmittag war ein anstrengendes Wochenende. Und es war heiß, ja. Und tatsächlich, wir haben mal ein Säckchen getrunken. Und, ich glaube, ich bin noch zu verstehen, oder? Musste auch mal sein. Alles cool. Nächstes Mal besser auf die aufpassen. Also, genau. Nicht nochmal. Jo, so, jetzt sind wir schon wieder fast durch. Mein lieber Matze, du bist wieder dran. Pass auf hier, spiel mal ein. Okay, schick, wa? Ja, gut. Danke für die Unterstützung. So kann es aussehen, ja? Mhm. Da machen wir doch gern so einen kleinen Jingle vor das Wetter. Mhm. Jetzt muss ich auch über das Wetter erzählen, ne? Das Wetter wird präsentiert diesmal mit DHI-Immobilien. Ja. Unterstützung. Und wir haben auch eigentlich schönes Wetter, muss ich mal sagen. Es fehlt immer noch ein bisschen mehr Regen. Aber gut, am Wochenende hätte man auch nicht gebraucht, der hätte gestört. Und hier, was am Mittwoch zu sehen ist, 0,6 Liter für Borkheide. Also das ist nichts, wieder ein Vorbeihauch mit nichts. Hm. Vielleicht röppelt es immer wieder. Letztens hat es ja auch mal nachts so schön geregnet. Das fand ich richtig toll. Temperaturen bleiben um den 20-Grad-Bereich, so hoch und runter. Und die Nachttemperaturen gehen erst Richtung Ende der Woche am Freitag wieder auf die einstelligen Werte. Wenn es jetzt regnen sollte, so der Mittwoch, dann ist sogar die Nachttemperatur noch angenehm warm, um die 15 Grad. Also ist noch aushaltbar. Wir kommen jetzt schön in den Altweibersommer. Ja. Die Spinnenweben halten dich beim Joggen im Wald auf, habe ich festgestellt. Hast du festgehangen, ne? Und ansonsten möchten wir uns noch natürlich bei David nochmal bedanken. Danke für die Unterstützung. Und wie gesagt, wer das für uns auch tun möchte, kann das gerne machen. So machst du immer, ne? Da steht's. Danke, soweit. Und das war's schon wieder. Wir bedanken uns ganz herzlich und sehen uns wieder am nächsten Montag und wie immer hier vor der Kamera. Der Matze und der Lutze. Und tschüss. Tschüss.